Trotz Lockdown sinken die Infektionszahlen nur langsam. Insbesondere die Sorge vor den hoch ansteckenden Mutationen ist groß. Nun gab es einen Ausbruch in einer Kita in Baden-Württemberg. Insgesamt haben sich 14 Erzieherinnen und Erzieher und 10 Kinder angesteckt. Die Symptome sollen bei allen Betroffenen bislang moderat verlaufen. Kurzfristig bekam die Kita zusätzliche Schnelltests zur Verfügung gestellt. Damit darf die Kita ab Montag, den 1. Februar, wieder für Notbetreuung öffnen. Die ursprünglich geplanten Lockerungen sind jedoch erstmal vom Tisch.